Hallo und herzlich willkommen nochmal. Ich begrüße Sie aus Oslo zum Webinar Doing Business in Norway, was Sie beim Markteinstieg beachten sollten. Diesen 45-minütigen Kurs eröffnet die Deutsch-Norwegische Handelskammer ihre diesjährige Webinarreihe. Mein Name ist Julia Fellinger und ich werde mit Ihnen in den nächsten Minuten eine kleine Exkursion durch die Chancen und Möglichkeiten auf dem norwegischen Markt unternehmen. Dabei dient dieser Kurs in erster Linie als erste Orientierung für Neueinsteiger oder als Auffrischung für diejenigen, die schon eine Weile hier im Markt sind. Für weitere Informationen und wenn Sie spezifische Fragen haben, stehen meine Kollegen in anderen Abteilungen gerne zur Kontaktaufnahme bereit. Ich selbst bin Leiterin der Abteilung für PR und Kommunikation und arbeite seit 2004 bei der Handelskammer. Auf Wunsch sende ich Ihnen auch nach diesem Webinar gerne unsere Imagebroschüre und unseren Leitfaden für Gewerbetreibende und Arbeitnehmer in Norwegen zu. Vorneweg an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, die Auflösung mancher Bilder ist nicht ganz optimal. Dies bitten wir zu entschuldigen. Wir werden jetzt als zum Ablauf kurz einen Überblick. Wir gehen eben kurz einen Überblick übers Land und gehen dann auf die wichtigsten Bereiche der norwegischen Wirtschaft ein. Dann sehen wir uns auch die bilaterale Handelspartnerschaft etwas genauer an und gehen hier schon auf die ersten Möglichkeiten ein, die sich für deutsche Unternehmen in Norwegen bieten können. Ein weiterer Punkt, mit dem wir uns auch beschäftigen, sind die Unterschiede in der deutsch-norwegischen Geschäftskultur. Und zum Schluss möchte ich Sie noch über die Arbeit der Deutsch-Norwegischen Handelskammer und unsere Aktivitäten informieren, mit denen wir Sie hier im Land unterstützen können. Sie haben hier unten links eine Chat-Funktion und wir sind nicht so viele Teilnehmer, deswegen versuchen wir es einfach, wenn Sie eine Frage haben unter zwischendrin, auch eine Verständnisfrage, dann sitzt mein Kollege Felix Reimann bereit und gibt mir ein Zeichen und ich werde versuchen, die Frage während der Präsentation zu beantworten. Von Deutschland aus betrachtet hat man zum Teil eine sehr unklare Vorstellung von Norwegen im Allgemeinen und dem norwegischen Markt im Besonderen. Viele kennen Norwegen vor allem als Urlaubsland, vielleicht so mit Bergen und Fjord. Sie wissen vielleicht noch, dass Norweger freundliche und entspannte Menschen sind, bei denen es sich gut angeln lässt und dass ihr Reichtum vor allem auf die Öl- und Erdgasvorkommen der Nordsee zurückzuführen ist. Aber wussten Sie auch, dass Norwegen eine Längenausdehnung von 1572 Kilometer hat, was eine große Herausforderung an die Infrastruktur stellt, dass das Land mit 5,2 Millionen Einwohnern zwar gerade einmal ein Drittel mehr Einwohner hat als Berlin, dass die Kaufkraft pro Kopf aber mit 45.900 € fast doppelt so hoch ist? Norwegen ist nicht Mitglied der EU, allerdings Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum. Außerdem auch noch in der NATO und im Nordischen Rat. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 4,8%, was, Sie haben es vielleicht schon auch aus den Medien gehört, mit dem derzeitigen Ölpreisverfall zu tun hat. Die meisten Beschäftigten finden sich im privaten Dienstleistungssektor, in der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheitswesen und in der Industrie. Und schließlich, wir haben es gerade eben auch erwähnt, ist der staatliche Pensionsfonds, in dem seit 1990 alle Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft einfließen, mittlerweile hat er ein großes Volumen von 770 Milliarden Euro. Das ist insofern interessant, weil dieser Pensionsfonds ist an etwa 9.000 Unternehmen in 75 Ländern beteiligt
und damit auch an allen deutschen DAX-Unternehmen, was etwa 4,1% DAX-Beteiligung ausmacht. Der Fonds hält sogar Anteile am Fußballclub Borussia Dortmund. Wie sieht es jetzt aber mit den Unternehmen und der Wirtschaft im eigenen Land aus? Worauf stützen sich die deutsch-norwegischen Handelsbeziehungen? 12,7% der norwegischen Exporte gehen nach Deutschland. Aus Deutschland bezieht das Land insgesamt 11,9% seiner Importe. Konkret gesehen, aus Norwegen zu den norwegischen Exportprodukten zählen neben Öl und Naturgas auch Fisch, Aluminium, etwa für die Automobilindustrie, chemische Produkte, Schiffe und Boote sowie Spezialausrüstungen. Zu den Exporten. Oder aus Deutschland werden importiert Fahrzeuge, Maschinen, veredelte Waren, chemische Produkte, unterschiedliche Fertigwaren und Konsumgüter. Das bedeutet, dass Deutschland nach Schweden Norwegens wichtigster Handelspartner ist. Bei der EU steht Norwegen nach den USA, China, Russland und der Schweiz an vierter Stelle. Für Deutschland ist Norwegens Zusammenarbeit vor allem auf dem Energiesektor von großer Bedeutung. Aber was macht diese Wirtschaft so attraktiv? Schließlich ist Norwegen kein Mitglied der EU, wie wir gerade gehört haben. Und manches, was beim Handel innerhalb der EU üblich ist, gestaltet sich in Norwegen etwas aufwendiger. Dennoch, die Vorzüge der norwegischen Wirtschaft für Unternehmen aus Deutschland liegen klar auf der Hand. Die Wirtschaft gilt als stabil. Auch größere Schwankungen, wie etwa die derzeitige Ölkrise, können noch relativ gut abgefangen werden. Zahlreiche Branchen haben eine Vielzahl deutscher Zulieferer. Die Zahlungsmoral gilt als hoch, die Kaufkraft ist solide und die Preissensibilität niedrig. Und deutsche Produkte made in Germany genießen in Norwegen ein hohes Ansehen. Man schätzt die Fachkompetenz und die Verlässlichkeit der deutschen Partner. Bevor wir weitermachen, würde mich jetzt interessieren, ob Sie selbst bzw. Ihr Unternehmen bereits geschäftlich in Norwegen aktiv ist. Wenn Sie also bitte so nett sind und mir folgende Umfrage kurz beantworten. Haben Sie bereits Kontakt zu potenziellen norwegischen Geschäftspartnern? Okay. Wir sehen ein Drittel ja, zwei Drittel noch nicht. Mich würde kurz interessieren, aus welcher Branche kommen Sie, die bereits Kontakte zu Geschäftspartnern haben? Können Sie da im Chat vielleicht kurz eine Branche nennen? Das ist insofern interessant, weil wir hier bei der deutsch-norwegischen Handelskammer mit einigen Branchen arbeiten. Spannend, Medien- und Musikbranche. Sehr spannend. Gehe ich jetzt direkt gar nicht drauf ein. Dennoch werden Sie gleich feststellen, dass es auch im weit verzweigten Kreis immer Möglichkeiten geben wird. Ich kann an dieser Stelle tatsächlich nur auf einzelne Branchen exemplarisch vorstellen. Eigentlich auch diese Branchen, die in der nächsten Zeit diese Branchen, die in der nächsten Zeit viel Potenzial zeigen werden. Wenn Sie eine Einschätzung zu Ihrer eigenen Branche möchten, dann empfehle ich Ihnen, Kontakt mit meiner Kollegin aufzunehmen, zum Beispiel im Bereich Musikbranche. Sie kann nämlich dann die individuellen Chancen für Ihr Unternehmen konkret untersuchen.
Vorneweg natürlich, das lässt sich nicht vermeiden, die Öl- und Gasindustrie, die nach wie vor einen Exportanteil von 50% hat und mehr als 250.000 Beschäftigten. Damit gilt diese Branche weiterhin als Schlüsselsektor. Mit dem Verfall des Ölpreises rutschte die Branche allerdings in eine Krise und in deren Folgen die Ölgesellschaften nun umso mehr einsparen, kalkulieren und effizienter nach Lösungen zur Rohstoffgewinnung suchen. Hier haben vor allem Unternehmen mit energieeffizienten Ideen die Nase vorne. Als Zulieferer der großen Gesellschaften müssen sie sich auf harte Konkurrenz einstellen. Die Chancen, Aufträge für sich zu gewinnen, stehen in diesen Zeiten des Umbruchs allerdings nicht schlecht. Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, die Dringlichkeit hat die Ölkrise ja gezeigt, ist die norwegische Wirtschaft derzeit auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen. Größtes Interesse liegt hierbei vor allem im Bereich Digitalisierung der norwegischen Industrie. Hier ist das Stichwort Industrie 4.0 und die smarten Technologien sind hier ebenfalls gerade sehr aktuell. Ein weiterer starker Wirtschaftszweig, nämlich immerhin der zweitgrößte des Landes, ist die Bauwirtschaft. Gerade im öffentlichen Sektor gibt es zahlreiche hohe Investitionsvorhaben, wie etwa Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten oder Pflegeheime. Der derzeitige Gebäudebestand ist relativ alt. Die klimafreundliche Sanierung wird auf etwa 13 Milliarden Euro geschätzt. Auch hier liegt der Fokus vermehrt auf Energieeffizienz. Und weil die Richtlinien in Norwegen dafür sehr ambitioniert sind. Bis 2017 soll der Passivhausstandard verbindlich gelten. Allerdings bei Materialvielfalt, Fachwissen und Erfahrung hinkt diese Branche teilweise noch den Ansprüchen hinterher. Unter dem Stichwort Smart City begegnet Norwegen dem stetigen steigenden Bevölkerungswachstum, hier besonders in den größeren Städten und Ballungszentren. Gesucht werden auch hier effiziente Lösungen, diesmal für Städte und Stadtteile sowie ressourcenschonende Gebäudetechnologien. Außerdem sucht man nach effizienten und intelligenten Transportlösungen. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf unsere Geschäftsreise hinweisen, zu der wir die kleinen und mittelständischen Unternehmen einladen. Die wird vom 2. bis 4. November in Oslo stattfinden und wird sich dann gezielt mit dieser Thematik befassen. Wenn Sie Interesse an der Geschäftsreise haben oder grundsätzlich zur Baubranche, dann empfehle ich Ihnen, Kontakt mit meiner Kollegin Sibylle Köhler aufzunehmen, die Ihnen sicher Antworten auf Ihre Frage geben kann. Außerdem weise ich Sie aufs Webinar zum Thema Bauausschreibungen in Norwegen am 16. Juni mit zwei deutschen Bauexperten hin. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele der größten Branchen mit Potenzial. In ihrem Windschatten profitieren selbstverständlich zahlreiche weitere Branchen wie etwa Medizintechnik, Automatisierungstechnik, maritime Wirtschaft oder die Lebensmittelindustrie. Jetzt war Ihre Branche nicht dabei. Also wie gesagt, ob sich ein Auftrag lohnt oder sogar eine Investition für Sie lohnt, lässt sich erst nach einer individuellen Analyse beurteilen. Wie aber bekommt man grundsätzlich Zugang zum norwegischen Markt? Ein Weg führt zum Beispiel über eine Kooperation mit einer anderen Firma, wie etwa über einen Generalunternehmer, der zur Erfüllung seines Großauftrages kleinere Aufträge an Subunternehmer vergeben muss. Hier sollten Sie beachten, dass Sie auch dann in Norwegen steuerrechtliche und rechtliche Pflichten zu beachten haben. Und wenn Sie von einem anderen ausländischen Subunternehmer mitbeauftragt werden. Manchmal bietet sich auch der Kauf eines norwegischen Anbieters an. Auch da bei der korrekten Abwicklung brauchen Sie einen sachkundigen Rechtsanwälte an Ihrer Seite. Die Handelskammer kann Ihnen, soweit wir Ihnen nicht selbst Rechtsbeistand hier anbieten können, entsprechende Kanzleien und Unternehmensberatungen empfehlen. Möchten Sie dagegen selbst eine Gesellschaft oder eine unselbstständige Filiale in Norwegen gründen, dann sollten Sie sich möglichst früh mit unseren Juristen in Verbindung setzen. Hier habe ich Ihnen den Kontakt von unserer Rechtsanwältin Antje Duka
aufgeführt. Welche rechtlichen und steuerrechtlichen Regeln Sie beim Eintritt in den norwegischen Markt beachten müssen, finden Sie auch kurz zusammengefasst in unserem Leitfaden für Gewerbetreibende und Arbeitnehmer in Norwegen, die zum Download auf unserer Homepage bereit liegt. Und auch hier empfehle ich Ihnen, wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, die Sie gerne auf dem norwegischen Markt anbieten möchten, dann kann Ihnen unsere Marktberatung auf der Suche nach geeigneten Geschäftspartnern und Handelspartnern behilflich sein. Und auch hier empfehle ich Ihnen, Kontakt mit meiner Kollegin Rita Hareid aufzunehmen. Apropos Kontaktaufnahme. Wir kommen nun zu einem wichtigen Punkt in den deutsch-norwegischen Geschäftsbeziehungen, und zwar den der interkulturellen Kommunikation. In Deutschland ist die Ansicht verbreitet, dass sich die Kultur und Mentalität der Norweger nicht allzu sehr von der Deutschen unterscheidet. Zugegeben, die kulturellen Unterschiede sind nicht so offensichtlich wie beispielsweise zu asiatischen oder südamerikanischen Geschäftspartnern. Die Feinheiten liegen hier eher im Detail und können bei Missachten oder Unkenntnis im schlimmsten Fall den Erfolg ihrer geschäftlichen Bemühungen bewirken. Ich zeige Ihnen nun im Folgenden ein paar Knackpunkte auf. Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, weil zum Beispiel mit Norwegern im Team arbeiten, lege ich Ihnen außerdem das Webinar mit Kerstin Kras nahe, das am 2. Juni stattfindet. Titel dieses Kurses lautet: Wie kommuniziert man richtig im Team? Tipps und Tricks für den richtigen Umgang mit norwegischen Kollegen. Norweger gelten als gut strukturiert, traditionell, aber weniger formell. Wir sprechen von flachen Hierarchien, die es allerdings gibt. Denn das sind auch eher die versteckten Hierarchien. Norweger halten Regeln für sehr wichtig und sehen ihren Fokus eher in mittelfristigen Zielen, also planen nicht so sehr in die Zukunft hin. Und allgemein bekannt ist auch, dass Freizeit, Familie und Freunde einen höheren Stellenwert als die Arbeit hat. Das bedeutet fürs Geschäftsmeeting Pünktlichkeit, einen relativ informellen, aber trotzdem konservativen Dresscode. Im Gespräch mit Norwegen verwendet man gerne ein informelles Du. Titel sind dabei nicht relevant. Die Meetings folgen eher einer losen Agenda, bei der jeder Teilnehmer die Gelegenheit haben soll, zu Wort kommen zu können. Trotzdem sind Norweger effizient, sachlich und ergebnisorientiert. In einem kleinen Land wie Norwegen haben Netzwerke eine große Bedeutung. Persönliche Kontakte können wichtig sein für den Marktzugang und fürs Geschäft. Industrienetzwerke sind sehr bedeutend. Hier kann man sich zum Beispiel auf die guten Kontakte der Handelskammer verlassen. Ehrlichkeit ist im norwegischen Markt sehr wichtig. Norweger halten nicht besonders viel von geschäftlichen Taktieren. Es ist ein kleines Land. Jeder kennt jeden. Da sprechen sich auch gute Kontakte schnell herum. Wie kann Ihnen jetzt die Handelskammer beim Markteinstieg helfen? Ich hatte Ihnen ja schon an der einen oder anderen Stelle dieses Webinars die Unterstützung durch Kollegen hier bei der Deutsch-Norwegischen Handelskammer in einzelnen Bereichen nahegelegt. Deswegen ein paar Worte zu unserer Organisationsstruktur. Die Deutsch-Norwegische Handelskammer ist Teil des Netzwerkes deutscher Handelskammern, zu der auch Ihre IHK vor Ort zählt. Beide Organisationen sind unter dem Dach des DIHK zusammengefasst. Die Handelskammer in Oslo, im deutschen Sprachgebrauch auch als AHK Norwegen bekannt, finanziert sich durch Mitgliederbeiträge und dem Verkauf von Dienstleistungen. Außerdem wird sie durch einen kleinen Teil vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Mitglieder haben die Möglichkeit, an Kursen und themenrelevanten Frühstückstreffen teilzunehmen, die wir in regelmäßigen Abständen in Oslo organisieren. Durch die Mitgliedschaft erhalten Sie exklusiven Zugang zu Wirtschaftsinformationen in der deutsch-norwegischen Handelspartnerschaft in Form von dem Wirtschafts- und Mitgliedermagazin Connect, das viermal im Jahr erscheint. Sie können sich aber auch über unseren monatlichen Newsletter über aktuelle Nachrichten und Termine auf dem Laufenden halten. Das Netzwerk steht Ihnen außerdem offen zum ständigen Austausch.
Als Mitglied erhalten Sie außerdem unsere Dienstleistungen zu günstigeren Konditionen. Die Deutsch-Norwegische Handelskammer hat ein fachlich sehr hohes Niveau, was die Expertise bei der Auftrags- und Projektabwicklung angeht. Unser 10-köpfiges Kundenteam beherrscht sowohl die deutsche als auch die norwegische Sprache fließend, was ein unheimlicher Vorteil in der Kommunikation und Korrespondenz mit norwegischen Behörden darstellt. Auf diese Weise kann es für Sie die gesamte Lohnbuchhaltung, Personalverwaltung und steuerrechtliche Abwicklung Ihrer Aktivitäten in Norwegen übernehmen. Unsere Juristen fühlen sich im deutschen und norwegischen Recht zu Hause. Ihre Schwerpunkte liegen unter anderem auf dem Arbeits-, Gesellschaft- und Steuerrecht. In Norwegen repräsentieren wir außerdem einige deutsche Messen, wie die Köln-Messe, die Deutsche Messe Hannover, die Messe Düsseldorf, die Messe Berlin und die Spielwarenmesse in Nürnberg. Aber auch in andere Richtungen ist unsere Messeabteilung aktiv, so etwa für die zweitgrößte Messe der Öl- und Gasbranche, der ONS in Stavanger, oder für die Nur Shipping, der Messe für die maritime Industrie in Oslo. Beide Messen finden im Zweijahresturnus zeitversetzt statt. Als nächstes steht die ONS Ende August an. Hier organisieren wir Gemeinschaftsstände für deutsche Unternehmen. Für Sie, die sich mit relativ wenig Kosten einem größeren internationalen Fachpublikum präsentieren möchten, ist dies eine gute Möglichkeit für den Einstieg. Haben Sie Interesse an einer Messeteilnahme, dann nehmen Sie Kontakt mit dem Leiter der Messeabteilung, Andreas Totzauer, auf. Zum Schluss möchte ich Sie noch auf ein paar anstehende Termine in diesem Sommer und Frühherbst hinweisen. Wir haben, das hatte ich bereits erwähnt, zwei weitere Webinare zum Thema Norwegen, interkulturelle Kommunikation mit Norwegern, sowohl am 2. Juni als auch am 14. September. Am 14. Juni können Sie uns persönlich kennenlernen. Da sind wir nämlich in München bei der Veranstaltung zusammen mit Invest in Norway, die dann heißt Chancen für deutsche Unternehmen in Norwegen und als Informationsveranstaltung dienen soll. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie kriegen Informationen auf unserer Homepage bei Handelskammer NO oder auch bei Germany Trade and Invest, gtai.de/Norwegen. Falls Sie jetzt noch weitere Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Ansonsten können Sie mich auch gerne telefonisch erreichen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.